Das ist mein Boss, Horst J. Gonzales. Ein Wahnsinnskerl. Der hat's einfach drauf. Und jetzt hat er sogar seine eigene Show. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Horst J. Gonzales Show. Ich bin heute hier in Hamburg im Hühnerposten auf einer Hörspielmesse und Sie glauben gar nicht, wie kompliziert es ist, jetzt mit Ihnen zu sprechen und hier gerade ein Hörspiel zu hören. Das ist totale Gehirnmanipulation. Ah, ich explodiere gleich vor der Kamera. Nimmst du das schon alles mit? Wir haben nämlich, liebe Zuschauer, wir haben nämlich ein neues Kamerakind. Die Katrin. Die hat über eine Internetverlosung hat die diesen Posten bekommen. Mal gucken, ob überall das Gleiche drauf ist. Ist ja langweilig, überall das Gleiche. Die haben gerade gesagt, da ist Jan Tenner. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier vor dem Stand von Europa. Stimmt, ich hatte kurzfristig hatte ich es mit Karussell verwechselt. Und zwar hat Europa rausgebracht die tollen Hörspiele von den drei Fragezeichen, die Helden meiner Jugend. Auch ich wollte damals Detektiv werden und jetzt sehen Sie, was aus mir geworden ist. Aber ich bin stolz, weil endlich hat es geklappt. Endlich habe ich einen Presseausweis. Sie sind hier derjenige, der zuständig ist für den Europastand? Nein, Europa ist im Moment verwaist. Da ist aber gar keiner da. Wir sind nur zuständig für den Teil der Musik. Ach so, Europa-Musik. Ja, die Musik der drei Fragezeichen und anderer Hörspiele. Ach so, ich sehe gerade, die drei Fragezeichen gibt es jetzt auch als Musical? Ja, die gibt es auch als Musical. Okay, was muss ich mir darunter vorstellen? Das sind eine Best of der Soundtracks, die ich für die drei Fragezeichen gemacht habe in den letzten Jahren. Und da. Oh. Sie sind der Komponist der drei Fragezeichen? Ich bin der Morgenstern. Darf ich Ihnen kurz die Hand schütteln? Vielen Dank. Sie haben mir, wie gesagt, schlaflose Nächte bereitet. Unter anderem mit den Stimmen der drei Fragezeichen und der Musik natürlich, die ja kongenial da gesetzt wurde. Ja, das freut mich. Wie lassen Sie sich da inspirieren, wenn ich fragen darf? Ich weiß ja meistens über das Thema Bescheid. Manchmal werden ja auch mehrere Folgen gleichzeitig produziert. Und die Inspiration, die kommt irgendwie von selbst. Ich wohne draußen auf dem flachen Land, mitten in der Natur und das ist auch praktisch, wenn ich Musik mache, meistens abends, dann kommt von selbst so die Stimmung auf, wenn man aus dem Fenster guckt und eine Eule guckt durchs Fenster rein, zum Beispiel. Da hat man schon so einen Schuhu im Kopf. Genau. Da kommen die Ideen von selbst, ne? Und das Musical haben Sie dann sozusagen aus den ganzen Stücken dann zusammengebastelt? Ja, ich habe aus den meiner Ansicht, aus dem Best-of der drei Fragezeichen Soundtracks der letzten Jahre praktisch das umarrangiert, weil oft beim Komponieren der Musik habe ich auch Ideen für Vokalnummern. Die Hörspiele müssen ja immer instrumental, die Musik sein. Und habe dann mit zwei Nachwuchssängerinnen ein, ich nenne es das Musical, gemacht. Und in der Hoffnung, dass es eines Tages tatsächlich ein Live-Musical auch wird. Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg, dass Sie eine Bühne finden. Danke. So, man muss ja immer auch mal Produkte bewerben, die jenseits von Coca-Cola und Pepsi ihren Dasein fristen. Meine Damen und Herren, ich sage Prost, Aloha. Mh, lecker. Volker Brandt ist auch hier. Das ist die deutsche Stimme von Michael Douglas, unter anderem. Was hat es mit diesen lustigen Fühlern auf sich? Mit den lustigen Fühlern, ja, das gehört zum Andy Maisfeld Ameisen Abenteuerhörspiel. Das ist das Produkt, das wir hier anbieten. Das sind mittlerweile drei Folgen. Die kann man sich hier auch angucken und einmal reinhören hier. Und Andy Maisfeld ist sozusagen der neue Held der nächsten Generation. Ja, genau. Das ist ein ganz süßes Ameisen Abenteuerhörspiel und
Das sind drei Jungameisen, die Abenteuer in Meisenstedt erleben. Eine Ameisenkolonie, irgendwo auf der Welt. Was ist da deine Funktion? Bist du Autor oder Sprecher? Autor ist der Tom und der ist auch der Hauptsprecher, spricht den Andi und ich bin Armin, der beste Freund. Von der Ameise oder von dem Tom? Auch eigentlich fast beides. Das überschneidet sich alles so ein bisschen, was das Hörspiel und die Realität anbelangt. Ich habe gehört, du bist der Erfinder von Andi Maisfeld. Das stimmt. Und das Mikro ist der absolute Knaller. Das ist ein altes Sennheiser, ist total großartig. Und das mit der Canon verbunden, ist Wahnsinn. Jetzt haben wir auch genug Schleichwerbung gemacht. Wir gehen nochmal hier die tolle Aloha. Achso, nee, danke. Ja, wir fangen nochmal an. Hallo Tom. Hallo. Du bist der... Du bist der Erfinder, das hat mich kurz ein bisschen, hat mich dein Fühler erwischt. Ja. Du bist der Erfinder von Andi Maisfeld? Richtig. Sozusagen der geistige Vater. Der geistige Vater, ich bin der geistige Vater von Andi Maisfeld, genau. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 28, so gut wie... Das ist der, siehste. Lange, 28. Und das ist dann deine Haupttätigkeit, Autor von Hörspielen oder ist das sozusagen eine Leidenschaft, die du aus Kindertagen mitgenommen hast? Nein, ich bin ja eigentlich Hörspielmusiker. Ja, ich habe ja hier die ganzen anderen Sachen hier, wenn man da so mal rüberschwenkt hier. Tony Ballard, Dreamland Grusel, was ist denn da noch? Dann haben wir hier noch Codename Sam und Burg Frankenstein und so. Und das habe ich eigentlich vertont. Also eigentlich bin ich Hörspielmusiker und dann habe ich dann irgendwann angefangen, dann Andi Maisfeld selber zu produzieren. Und was erlebt der Andi so für Abenteuer, so als Kurzsynopsis? Also es sind eher so Krimi-Abenteuer, also es geht so ein bisschen Richtung TKKG, Fünf Freunde, also so die Klassiker oder Funkfüchse, Tom und Locke, ja, also so in der Richtung geht das. Ah ja, wunderbar. Die alten Jugendhörspiele aus den 80ern, also daran habe ich mich auch sehr orientiert von der Geschichte her, von der Machart. Dann hoffe ich, dass es von Andi noch viele, viele Abenteuer gibt. Oh ja, das hoffe ich auch. Folge 3 ist ja jetzt draußen, Folge 4 kommt auch bald. Also, da wird noch was kommen. Wunderbar, dann weiterhin viel Spaß. Ja, wünsche ich euch auch. Geiles Mikro. Gibt es eigentlich noch Kassetten oder gibt es jetzt nur noch CDs? Gibt es denn eigentlich noch Kassetten? Ich war so lange nicht mehr in einem Laden. Ich komme ja nicht raus hier. Vielleicht gibt es auch demnächst Blu-ray-Hörspiele. Das nehmen wir mal mit. Ist ja umsonst. Ich höre gerade mal rein bei Andi Maisfeld und ich glaube, ich habe Fabian Harloff gehört. Ja. Fabian Harloff. Guten Tag. Dürfen wir Ihnen kurz eine Frage stellen, oder? Sie sind ja Michael Douglas, genau, richtig. Auch privat bekannt als unten eingeblendet. Ja. Sie sprechen auch Hörspiele? Ich spreche auch Hörspiele. Unter anderem? Gerade eben. Pater Brown. Pater Braun, der alte, der mit Heinz Rühmann bekannt wurde im Fernsehen. Genau. Da sprechen Sie hier die Titelrolle. Da spreche ich die Titelrolle, ja. Wunderbar. Und das Ganze ist verlegt bei Maritim Hörverlag. Ja, ist aber jetzt noch... Werbung machen hier. Natürlich, ja, wir machen den ganzen Tag schon Werbung. Aber deswegen sind wir auch hier. Ja, gut. Gut, ich bedanke mich. Viel Spaß noch. Bitte, es geht gleich weiter mit Super. Tenner. Oh, Jan Tenner? Ja, Jan Tenner. Jan Tenner habe ich alle Folgen damals gehabt. Ja, das... Jetzt kommen neue. Wunderbar. Da sprechen Sie gleich hoch auf der Bühne? Das machen wir da. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir da gleich zum Zuhören. Vielen Dank, danke. Da vorne wird gerade ein Vortrag gehalten über die Geschichte des Hörspiels. Eine kleine lustige Anekdote aus dem privaten Leben des Horst Jörg González dazu. Ich habe ja einmal studiert, und zwar Germanistik. Und zwar auch in dem Fach Neue Deutsche Literatur haben wir dann einmal das Hörspiel vorgenommen. Ich habe ein Referat halten dürfen über die Geschichte des Hörspiels in dem Kurs über Berlin-Alexanderplatz und habe in dem Kurs Berlin-Alexanderplatz 15 Punkte bekommen für das Referat, obwohl ich dieses Buch Berlin-Alexanderplatz nie gelesen habe. Nur wegen dem Referat über die Geschichte des Hörspiels. Ich danke dem deutschen Bildungssystem. Ich geh mal rein ins Getümmel. Auf einen Hörspiel-Flohmarkt. Was fasziniert Sie so an Hörspielen? Was fasziniert mich an Hörspielen? Man kann mal das Kopfkino richtig für sich genießen. Man guckt sich nicht irgendwas an, was andere Leute sich ausgedacht haben, sondern man kann selber kreativ sein. Sind Sie da auch so, dass Sie sozusagen den Stimmen auf der Kassette bzw. auf der CD immer die gleichen Gesichter geben? Nicht unbedingt. Ich denke mal, ich versuche mich einfach in diese Rolle reinzuversetzen und dadurch halt ein eigenes Bild von dem eigenen Charakter zu machen.
Bei mir war das immer so, dass ich so immer ganz bekannte Gesichter genommen habe und die dann sozusagen in die Rollen transferiert habe. Nee, das habe ich eigentlich gar nicht. Also ich lasse meiner Kreativität freien Lauf und lasse mir da auch schon ganz komplett neue Charaktere einfallen. Was sind da so Ihre Lieblingshörspiele? Kane auf jeden Fall. Das ist bei mir ganz weit oben. Natürlich die drei Fragezeichen als Klassiker. Und was habe ich sonst noch so? Ich glaube, das war es auch schon. Also das sind wirklich die, die ich regelmäßig höre, die ich auch immer wieder gern höre, auch wenn ich sie schon tausendmal gehört habe. Meine Damen und Herren, auch als visuelles Medium, wir als Horst-Jörg González Show empfehlen Ihnen natürlich auch dringend mal wieder ein paar Kopfkino-Veranstaltungen für, zu Hause veranstalten. Also bitte hören Sie mehr Hörspiele. Sie sind hier auch Aussteller? Das ist richtig, ja. Von dem Junior-Detektor Jammertal. Ja, genau. Worum geht's da kurz? Pubertierende Detektive. Fragezeichen mit Superkräften in Deutschland. Mit Superkräften? Ja, aber natürlich können sie damit nichts anfangen. Also das heißt, das Ganze wird dann eher eine Stolperfalle. Ne? Okay, was haben wir für Superkräfte? Also der Joost, die Parallele ist offenkundig, kann mit dem kosmischen Bewusstsein Kontakt aufnehmen, das ihm erscheint in Gestalt von Willie Nelson und ihm gute Ratschläge gibt. Willie Nelson, der alten Country-Legende? Ja, genau. Er ist in einer Country-Familie aufgewachsen, daher die Assoziation. Sein Freund Andy schrumpft, wenn er Angst hat. Und sein Freund Bernd, der wächst und kriegt... Das Phänomen schrumpft, wenn man Angst kriegt, kenne ich auch, aber aus einem anderen Metier. Ja, natürlich. Parallelen sind da. Natürlich, klar. Ist ja auch pubertierend. Pubertierend, genau. Natürlich gibt es Probleme mit den Mädchen, die ja in dem Alter meistens etwas weiter sind. Und die haben dummerweise auch einen Detektivclub. Das heißt, da gibt es viele, viele Schläge gegen Selbstbewusstsein. Viele Niederlagen in einer Zeit der Illusionen. Aber Held ist, wer trotzdem weiter macht. Sind Sie da Autor oder? Autor, ja. Autor und ich bin auch Sprecher. Ah, okay. Der des schrumpfenden Jünglings, oder? Ich bin der Dicke. Naja, das, beim Hörspiel hört man, sieht man es ja nicht. Ja, sieht man nicht. Es war schon schlimmer, sag ich mal. Aber so das Volumen kriege ich schon noch hin. Und jetzt einmal kurz noch eine Frage. Kassetten sind ja eigentlich sozusagen die Geburt des Hörspiels. Also der Klassiker schlechthin. Gibt es da tatsächlich so, dass sie sagen, ja, Nostalgik pur, ich bin da doch eher der Kassette und dann, gut, gibt es mal einen Bandsalat, aber egal, oder dann doch eher die CD in der Hand? Schwierig. Naja, aufgrund dessen, dass man ja so alles auf tolle neue Medien speichern kann und in eine Hosentasche stecken kann, muss man da schon Kompromisse machen. Aber Traum, Kassette ist schon noch so ein Fetischobjekt, auf jeden Fall. Das ist auch für den Sammler natürlich viel reizvoller, als diverse USB-Sticks im Regal zu haben. Ja, das ist richtig, das macht ja nichts her. Ich kaufe jetzt trotzdem CDs, aber... Gut, vielen Dank. Und ist sehr interessant, also Superkräfte, da ist, sagen wir mal, ist ja die Horst-Jörg González Show auch affin gegen, so mit den ganzen Superhelden und Comics und sowas alles, da würde ich mal reinhören. Vielen Dank. In schummriger Hörspielatmosphäre gelegen, werden wir gleich Zeuge eines live gesprochenen Hörspielauszuges des Hörspiels Jan Tenner, unter anderem mit dem Schauspieler, den wir gerade interviewt haben, dessen Name mir jetzt immer noch nicht einfällt. Auf jeden Fall ist er ja die Synchronstimme auch von Michael Douglas. Übrigens, mein Lieblingsfilm mit Michael Douglas ist The Game, kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Müssen Sie mal reinschauen. Jetzt hören wir gleich mal rein in das Hörspiel. Konnte der wahnsinnige Professor Zweistein das Zeitraumschiff Silbervogel in seinen Besitz bringen. Zwar gelang es General Orbits Raumflotte, dem alten Erzfeind der Menschheit, das kostbare Schiff wieder abzujagen. Da muss eine gewaltige Raumschlacht toben. Das müssen wir uns aus deiner Ehe ansehen, General. Was ist das? Es hört sich an, als würde uns jemand anfunken. Wir fliegen hin. Schnallen Sie sich an. Ich beschleunige mit Hüchtgehen. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Gleich wissen wir, wer sich dieses wahnsinnige Gefecht liefert. Alle Wetter! Und so ein kleines, ein Diskus, hat sich gegen diese Übermacht halten kann. Ich steuere den Silbervogel dichter an, General. Sie bedienen die Kanonen und versuchen, den Diskus den Weg frei zu schießen. Ich hatte übrigens zwischendurch einen Erzählertext vergessen, den liefere ich aber jetzt. Jan Tenner fliegt im Raumanzug zu dem arg in Mitleidenschaft gezogenen Diskusschiff hinüber und steigt ein. Zu seiner großen Überraschung findet er Mimo. Bist du damit einverstanden, Mimo? Natürlich, General. Ich verstehe den Misstrauen völlig. Dann werden wir drei uns jetzt zurückziehen, General. Wie würden Sie umbringen? Sie haben nur knapp 10 Minuten Zeit, General. Die Motoren müssen sofort in ihre Schiffbord aus dem Gefahrenzone. Ja, meine Damen und Herren, das war es jetzt hier von der Hörspielmesse im Hamburger Hühnerposten. Ich darf mich verabschieden mit dem Wunsch an Sie, doch mal wieder in ein Hörspiel reinzuhören. Es lohnt sich wirklich. Wie gesagt, der eine hatte es schon gesagt, Kopfkino, und das trifft es tatsächlich. Lassen Sie den Film einmal in Ihrem eigenen Kopf abspielen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Hörspielen und sage Tschüss. Dankeschön.